Lorcats Vanilla Gaming. Mit einer neuen Let's Play Serie zu Vampir oder Vampire, wie auch immer man es ausspricht. Schauen wir mal, wie das Spiel so ist. 12 Dreams for the Red Queen under Crown of Stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Nette Stimme. Die englische Sprachausgabe ist nicht schlecht gemacht. Leider gibt's keine deutsche. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Na, scheinbar sind wir jetzt ein Vampir-Talking hier mal durch die Gegend. Blut. Wir folgen der Blutspur. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please!
Please, hold on. Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. 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 No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me! Okay, da haben wir wohl gerade. No, no, don't shoot! Unsere Schwester gekillt. This is a nightmare. Nicht so schön. I need to get out of here! This can't be happening. Jetzt müssen wir auch noch abhauen vor Wachen. No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Was ist das? Shit, where'd it go? Okay, wir haben eine Waffe. No. I can defend myself. Warum kann man hier nicht hüpfen? Was sind die Sachen kaputt zu machen? Who are you? Au! Stay back! Sorry, but you left me no choice. Komm, Idioten. Was bin ich denn? Who are you, stupid beast? Sorry. Sorry. Geil. Sorry, dass ich dich gekillt habe. Ja, ist noch einer? Gibt's hier noch irgendwas Schickes? Sind das Vampirjäger oder was ist das? Das sind doch keine normalen Polizisten. Die Spiel scheint anscheinend immer mit Markern zu agieren. Weißt du, was ist, was wir. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Okay, das heißt, wir brauchen wohl irgendwie einen Unterschlupf. Was ist da? I need to find somewhere to hide. It's locked. Ich habe gerade einen Flammenwerfer gehabt, wie es richtig sehen. I need to find shelter. It's locked, all right. Is anybody there?
Lass mich ein. Ich bin nur ein lieber kleiner Vampir. The place seems abandoned. I should be safe enough here. Okay. Was können wir jetzt hier alles machen? Ah. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. It's impossible. Das ist wahrscheinlich irgendwie so Vampirfähigkeit, aber das ist doch ein Mädel. Zeig mir, was passiert. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Mein Haus? Unser Haus? I had better remain here until nightfall. Also, das wäre ein Ausgang, okay. Was habe ich jetzt da gesammelt? Sammelobjekt, oder ist glaube ich? Karte, eine Mission, das Bürgermenü. Mhm. Okay, mehr noch kein. Keine Untersuchung und da, ah, da ist schwäch. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer. Nicht? Und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mal persönlich einen Vampir an einen Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahl, Brüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Aus Kennt eure Feinde von Karl Eldritch, Anführer der Wache von Priven. Das waren wahrscheinlich auch die, die mich angegriffen haben. Dann suchen wir mal unser Versteck hier ab, ob es noch irgendwo was Nettes gibt. Mal aufpassen, ob nicht irgendwelche Marker auftauchen, dass man irgendwas tun kann. Das war nix. Ein Spiegel. Ich dachte, Vampire haben kein Spiegelbild. 12 dreams for the Red Queen that sleeps.
she might linger longer. Her eyes as white as blue. Who goes there? A prayer for the summoned by warring storm. A child born from darkness must take scent of his power. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Mhm. Nochmal Geld gefunden. Okay. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Ein kampferprobter Doktor. Und wir haben eine Kugel. No, it never got easy. Jetzt haben wir einen Revolver bekommen. Ist jetzt automatisch ausgerüstet? Ich schätze mal. Blutiges Tagebuch. 15. Oktober. Schlecht geschlafen. Becky hatte die ganze Nacht lang gehustet. Und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihm gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat die letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Die Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es, morgen ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. Da können wir wahrscheinlich schlafen. Ja. Dann schlafen wir mal am besten, bis es wieder Nacht ist. Hm? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Du bist ein Vampir. Rational thinking only.
Vampire, die sterben üblicherweise irgendwann mal einen Kugelschuss nicht. Jetzt haben wir unsere einzige Kugel verschwendet. Das Bett versaut. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Who tames blood in sunlight into a glowing red flesh. Okay, haben wir schon einen Skillpunkt? Autophagie, mit der soll ich anfangen? Da. Ja, okay. Heilen. Okay, gut. Warte. Ah, okay. Jetzt, ich muss draufbleiben. Eine Angriffsfähigkeit. Klauen? Machen wir die Klauen. Oder? Was kosten 20,25? Wobei Entfernung ist natürlich auch nicht schlecht, gell? Den Schadensarten. Belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Herausfinden, wer uns zu was gemacht hat. Gut, das was wissen wir? Wir sind Vampire. Oh, jemand da? Scheiße. Where is it? Okay, die waren doch nicht hier. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! My head's spinning. Ja, gewundert, dass dich ja selber beschwächt in deinem Schuss. Come on, you coward. Können die hier wegkommen? Wir werden nur gucken, ob hier irgendwo was ist. It's locked. Okay. Ist anscheinend ein strikter Weg vorgegeben. Trotzdem gucken wir mal, ob wir was finden. Ah, schau. Ein Pflock. Nebenwaffe. Ah, hast du den Pflock aktiviert? Okay, verstehe. I'm still in Southwark. I must reach the West End.
go back home. Die, vermin! Cool. Der Flock macht ja richtig Schaden. Das drücke ich. Ah, okay. There's a strength I never knew I had. Mhm. Vampire Power oder Vampire Power. Was ist sonst noch? Das mal rauskommen, gell? Noch so ein Vampirjäger. Ist dead, alright? Get them weapons ready! With fire! This shouldn't be possible. Auf. Of my being is a fire. Wow, ich habe richtig Schaden gekriegt. Hast du schon Maschinenpistole oder was? Au! Dann kennst du was wie ein Boss. Wie kann ich den blocken? So blocken auch kein. My strength. My reflexes. I'm not human anymore. Ja, ach. Und dann kommt was looten. Ah, okay, die lassen so Päckchen. Aha. Dann müsste der da oben auch ein Päckchen lassen haben. Der ist schon weg. Ich will die Waffe mitnehmen. Mann. Warum kann ich mich da hoch teleportieren, wenn hier nichts ist? So, ah, okay, da sprinte ich. Die Frage ist, ob kaputt hauen was bringt. Das ist wie jetzt immer noch rausgefunden. Hoppala. Das mit dem Zielen, das muss ich noch ein bisschen üben. Oh, so, ich mag das lustig. Spaß. Ich glaube nicht. Da war jetzt nirgends was drin. Dann ist die wahrscheinlich hier hoch, dass es eigentlich gar nichts bringt. Kann man nicht springen. Und ins Wasser kann man auch nicht laufen. Okay, dann folgen wir der linearen Gegebenheit. Ah. Endlich habe ich einen Bezirk betreten. Wo sind wir denn in der Map? Ah, wir laufen jetzt rüber zu den Docks. Ich verstehe. Quarantäne. Ansteckende Krankheit. Darf die Quarantänezone ohne schriftliche vermutlich Erlaubnis der lokalen Gesundheitsbehörden betreten oder verlassen. Autorisierte Angestellte der Stadt dürfen diese Schriftstücke verändern, zerstören oder entfernen. Wer gegen diese Regelung verstößt, muss Strafgebühren entrichten. Aha. Gehen wir in den Sperrbezirk oder kommen wir aus dem Sperrbezirk? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir gehen gerade raus, weil das Massengrab da war. Außerdem waren da relativ viele, was auch immer, Vampirjäger. Ah, wenn es glitzert, kann man wohl das damit machen.
Verstehe. König und Vaterland, brauchen Sie, schließen Sie sich den britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. Da kommen wir ja quasi her, vom Zweiten Weltkrieg. Vom Ersten meine ich. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Nochmal König Vaterland brauchen wir. Ja, wir müssen erstmal rausfinden, wer, bevor wir irgendjemanden dafür zahlen lassen können. Mhm. Achso, das ist die Brücke. Okay. Eine Ratte? Ah, die kann man auch. Ah, Ratte. Despicable. I can't believe I'm doing this. Hey, Blut ist Blut. I cannot enter. It's locked. Ja, hä? Dann doch da hinten lang. Dizziness from the jump. I can now control it. Okay. It's locked, all right. Ja, die Tür haben wir noch probiert gehabt. Überall ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht, wie viel 5 Schilling sind wahrscheinlich. So gut wie gar nichts. Aber da wir wahrscheinlich keine Kohle haben, so wirklich komplett abgebrannt sind, hilft jedes bisschen. Noch mehr Ratten, aber gut, ist voll. Die zweite Balken ist Ausdauer, okay. What will London have to say to me? Hallo, wahrscheinlich. It's locked. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mal die Dinger aufbrechen können. Limehouse Dock. Jetzt haben wir anscheinend den ersten Bezirk betreten. Wir brauchen andere Klamotten, das ist irgendwie auffällig so mit Blut. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Mhm. Erstmal gucken wir uns noch kurz um, okay? Fresh blood. The smell is so strong. Tja, haben wir schon was gefunden. Kann man alles brauchen. Die Frage ist, ob wir irgendwie ein Gewichtslimit haben. Von dem, was wir tragen können. This is a slaughterhouse.
It's locked. Ach komm. It's locked, all right. Muss ja irgendwo hier der Schlüssel dann sein. Kann man hier Vampir sehen immer? Na gut, wenn es gespalten ist, ist es gespalten. Ich meine, wir können es halt ändern. Wenn wir keinen Schlüssel haben und noch keine Truhen aufbrechen können. Falls wir es jemals können. Das hier kommen wir rein. Okay. It's locked, alright. There is no one in sight. Ja, es ist halt doch Open World, ja. Man kann ein bisschen rumlaufen. Ich würde sagen, wir folgen mal der Hauptgeschichte. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Unterschlupf. Hier kannst du deine Erfahrungspunkte verteilen, ausrüsten und Gegenstände herstellen und ausruhen. Die Tür eigentlich auch wieder zumachen. Ist allein zu. Ah, okay. Haben wir jetzt gerade Munition getankt oder was? Nächstes sauberes Bett. Ach, da, das ist sehr praktisch. Da sieht man besser, wo man interagieren kann. Das war wohl nicht das, wo wir hin wollten. Feuer. Ah, okay. Unbekannt verstehen. Details. Ah, sehr lustig. At last, a little life. I hope I live long enough to see that. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Okay, jetzt haben wir hier die Auswahl. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Welche Kanalratte? Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Toll. You make it sound like it's a fairy tale.
People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Danke, du warst ja sehr hilfreich. Sie mal reinkommen? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. Barkeeper. My God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Warum ist das jetzt gelb? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Gibt's Anhaltspunkte? Do the police have any leads on a suspect? Ah, even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. Das Englisch versteht man jetzt richtig gut, muss ich sagen. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Wo kriegst du deinen Spritz her? So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Okay, jetzt schauen wir mal. Das Gelbe ist wahrscheinlich irgendwie Quest. Dann. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Okay. Den müssen wir doch kennenlernen. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. No funny business. I think I'm losing my mind. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Ja, aber trotzdem kannst du mir vielleicht sagen, was hier so los ist. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Eine Legende. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Okay. Spanische Grippe. What is this place? This is Tom's bar. A Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina. If you want to know. Und immer nachts offen. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Netter Tom.
You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Dann kann ich ja abends auch wieder zumachen. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Höfliche Art zu sagen, ich hab keinen Bock mit dir zu reden. I'll leave then. Thank you. Kann man hier noch was angucken? Okay, dann gucken wir mal hoch. Hier ist die Tür, hat er gesagt. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires. And they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself! I need a word with anyone. Coole Szene. Oh. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Ach, es ist nichts mehr zurückhalten, oder? Ich glaube, das ist es. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Wir bleiben der Opferrolle. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Und was haben Sie bisher herausgefunden, mein lieber Doktor? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been... shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Aber es hier war doch ein Gespräch, was ich belauscht habe. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Und was ist mit der Bruderschaft? And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Dann hilf mir wenigstens. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail
the scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Correct. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Also wahrscheinlich werde ich ihn aber einfach killen, aber wir wollen mal nicht so sein. Da ist nix. Komm auf den Balkon. Da ist bestimmt die Lady runtergehüpft. Hier ist noch eine Tür, die wird aber wieder abgesperrt. I cannot enter. Rot heißt also abgesperrt, verstehe ich. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. There's gotta be something. Someone must know something. Bullshit. Ja, die, wenn ich die jetzt nochmal frage, das wird nichts bringen, oder? Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Ah, okay. Das können wir erst freischalten. Aha. Goodbye, Mr. Watts. It's a good thing you cannot see me. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle, then. It didn't deserve this. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Yes, I must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Yeah, wahrscheinlich war er auch ein Vampir. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Aber wer ist er? Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Okay, ich habe einen Hinweis entdeckt, der geheime Informationen über einen Bürgerpreis gibt. Okay. Tom Watts. Was habe ich jetzt? Ah, da drüben, rechte Seite. Tom und William Bishop waren früher mal gute Freunde. Und so kann man viele Hinweise freischalten. Okay, verstehe. Ist ja lustig. Aha.
Aha, und die Hinweise verstärken des Bluts. Aha. Da ist denn die Lenny am Berg gefunden. Ach, mein, das ist der besoffene Typ. Okay. It's a good thing you cannot see me now, Mom. Also, Tom. You again. What can I do for you? Jetzt erzähl mir mal die Wahrheit. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Ja, André. Ja, dann kennt er ja. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Ist gefährlich? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Hm. Aber er war komisch. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Wo find ich ihn? I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? You cannot see me now, Mom. Okay. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Freiwillige für die Rüstungsindustrie, ja, wenigstens mal nicht für die harte Arbeit an der Front. Briten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technische oder verwandte Berufe gelernt haben. Melden Sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen. An die Fließbänder und versorgt die Front. Nett. Wir müssen jetzt echt mal unsere Klamotten wechseln. Gibt's ja nicht. Schon ein bisschen strange. Okay, da liegt er anscheinend in seinem Bötchen. Blut. Hm. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Die Notiz nehmen wir auf jeden Fall. Some sort of note. Ah, die Wache von Prüfen. Hm? Also zu getarnt. Da. Nein. Nicht in der Hintergrundgeschichte. Befehle der Wache von Priven, 30. Oktober. Mehrere Tote bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest. Schaltet es aus. Und zwar schnell. Achtung! Laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenig Männer haben. Doch schickt keine Anfänger los, um mit der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser, Keller und die Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsauger, Brüder. Naja, ein paar weniger sind es auf jeden Fall schon von der Wahrheit. These men, they're a company of professional vampire hunters. This man was armed. He tried to defend himself. Weil wir haben einige erledigt bei unserer Flucht. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim.
blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. Geil. Ja, er trinkt halt alles. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Instagram können wir irgendwas kommen. Gold. Okay, da können wir rüberspringen. Dann machen wir das halt. Yay! It's locked. Wir verfolgen die Spur. Oh. Ah. Mal schauen, wie man schleicht. Hast du kein Versorgungsbäckchen für mich? Was Widerstandsmagie können gewisse Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Schadensarten. Nahkampf, Fernkampf, Blut und Schatten. Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin, der Rot hingegen auf eine hohe. Says a bloodsuck is dug in here. You've got one job, and that's to find it. And find it fast. Fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Let's put here noch and gucken. So alles abgesperrt. Nicht rein. Ich hätte halt echt noch gern geguckt, ob ihr was für mich habt. Aber hey. Voll der Trampel. Setze ich das jetzt ein. Burn it, boys! Aua! Alter, der tut ja richtig weh! Oh, ist man gleich tot! Au! Ich kann wieder saugen hier. Wie kann ich hier eine Pistole benutzen?
Also. Okay. Mal kurz nachschauen, wie bewegt sich die Pistole. Tastenbelegung. Ausweichen. Leertaste. Aha. Schießen. Aber da mache ich doch meinen Pflock. C. Verstehen das. Egal, der Pflock ist auch ganz lustig. Kommt mal mit. Aua. Mann, ich check's nicht. Ich will das bei euch machen. Warum geht das nur bei mir? Ach, das ist eine Feindkampfsache. Ich war fast tot. Wiederum experimentiert. Mal aufpassen, dass wir hier nicht noch sterben, das wäre ja doof. Folge der Blutspur. Noch Platz. Over there. Oder? Da draußen war, glaube ich, einer, oder? Ja. Over there! Oh! Stimmt du für einer? Mit deinem Blut. Also ich bin voller Leben. Ach, heilt man sich auch, wenn man beißt. Ja, ist gut zu wissen. Ein ja, ein Pumpgun. Ich muss es dann echt mal umstellen auf.
Die Schusswaffe. Was? Ratten finden sich häufig in der Nähe von Unterschlüpfen. I cannot enter. Hm. Und wo soll hier ein Unterschlupf sein? Ah. Hier richtig auf. Oder kann ich nicht. Am Ach, so am Arbeitstisch. Okay. Also ein Unterschlupf hier werde ich wohl nicht die Antwort finden, die ich suche. Also, okay. Wir können hier alles Mögliche herstellen. Ja, wir können eine Verbesserung der Waffe machen. Ach, das können wir auch aufwerten. Ein Pflock! Cool. Aber ehrlich gesagt, ich hätte lieber die Waffe gegangen. Der Pflock ist allerdings schon cool. Also, die macht auch Schockschatten. Dafür haben wir keine einzige Munition, ne? Also, jetzt haben wir nichts mehr. Okay. Dann will der Griff hier so finden. Geht's. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Also das ist Fresh Blood, ist gut. Das ist ja Schlachthaus. We shall overcome this. We've done it before. No. God tonight already, and it did not quench my thirst. I must have more. Oh, dear God, not again. William, please stop. Just the same, I promise. You are my dearest friend. You're my last and dearest. Friend. This place reeks of blood. Es geht ihn ab. Der kann doch nicht die alle gesoffen haben. Let go of me. This creature is bedeviled. I can't stand it anymore. Put it down. Komm, steh auf. Also meine Ausdauer ist tief, okay. Deswegen habe ich eine Treppe.
sie hat keine Chance gehabt. Okay. Erstmal hier noch umgucken. Das Häuschen, was ihr hier gebaut habt. Let me go. It's not too late. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. Oh, I must shit. Return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain Skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Okay. Patience, good fellows. I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please. I almost tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Ich würde gerne die Tasche hier mitnehmen, Chachikos. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Okay. Ein Skull. Subspecies, ja, sozusagen. Witzig mit dem Ruder an der Seite. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that... Skull, you must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End, and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it!
I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Yes, sir. It seems I have little choice. Yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Das war's auch für die heutige Session. Danke fürs Zuschauen. Schauen wir uns den Rest von der Zwischensequenz an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus! Dr. Swansea, thank goodness, I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Auf zum Krankenhaus. Das gucken wir uns dann quasi in der nächsten Runde an.